Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und anderen Ekzemen. Es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt und ich bin angekommen beim vorletzten Wirkstoff, synthetischer Gerbstoff, äußerlich angewendet. Der ist grün und der ist geeignet als unterstützende Maßnahme bei leichten Hautentzündungen oder juckenden Hauterkrankungen. Ich lese vor. Synthetischer Gerbstoff in Klammern äußerlich. Synthetischer Gerbstoff wirkt leicht entzündungshemmend und kann den Juckreiz stillen. Synthetischer Gerbstoff wirkt leicht entzündungshemmend und kann den Juckreiz stillen. Grün. Geeignet als unterstützende Maßnahme bei leichten Hautentzündungen und juckenden Hauterkrankungen. Wichtig zu wissen: Lotion und Creme sind angebracht, wenn die Haut nicht nässt. Alle Präparate wenden Sie an, bis sich der Zustand der Haut gebessert hat. Meist ist das nach 4 Wochen der Fall. Die Haut kann sich röten und brennen. Die Mittel können die Haut stark austrocknen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern müssen Sie sorgfältig darauf achten, dass die Arznei nicht ins Auge gelangt. Das Ganze, also der ganze Abschnitt Zinkoxid schließt, der ganze Abschnitt Neurodermitis und andere Ekzeme schließt mit Zinkoxid. Und dann reicht es auch für heute. Ich merke es an der Konzentration, die geht langsam weg. So.